Moin Leute, Muizi hier. Es gibt mittlerweile 22 verschiedene Legenden mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten und somit auch mit den verschiedensten Stärken und Schwächen. Ich gebe euch immer wieder Tipps und Tricks dazu, wie ihr diese Legenden am besten spielen solltet, doch worüber wir bisher noch nie gesprochen haben ist, wie ihr am besten gegen sie spielen solltet. In diesem Video werde ich euch also immer einen Tipp gegen jede Legende, also zum Kontern der jeweiligen Legende geben. Erst einmal, es gibt einen allgemeinen Konter, um wirklich alle Legenden und jede einzelne Fähigkeit kontern zu können, und das ist natürlich mit Hilfe von Revenant und seiner taktischen Fähigkeit. Wenn man also nur darauf aus ist, einfach alle Legenden gleichzeitig zu kontern, dann sollte man halt einfach Revenant spielen. Nun kommen wir aber auch direkt schon zu den einzelnen Tipps und hier beginnen wir mit einem Tipp für Bloodhound. Seine taktische Fähigkeit, also der Scan, kann euch, wenn ihr gescannt werdet, natürlich einen extremen Nachteil geben und das tut er meistens auch, da die Gegner halt die Position von eurem gesamten Team erfahren. Was ihr langfristig natürlich dagegen tun könnt, ist, dass ihr selbst einfach einen Bloodhound im Team habt, da ihr somit auch die genaue Position der Gegner erfahrt. Kurzfristig könnt ihr aber nur eines dagegen tun, und zwar, sobald ihr gescannt werdet, einfach versuchen, kurz hinter einer Deckung zu bleiben und sobald ihr nicht mehr gescannt seid, bestenfalls eure Position leicht zu ändern. Wechselt hier aber am besten erst dann zur neuen Position, wenn ihr nicht mehr gescannt seid, denn wenn ihr schon früher loslauft, ahnt das Gegnerteam vielleicht schon, was ihr vorhabt bzw. wo ihr hin wollt. Der nächste Kontertipp ist für Gebreiter und hier geht es um die Bubble, denn das ist, denke ich, auch seine stärkste Fähigkeit. Wenn man schon im Voraus planen möchte, Gebreiters kontern zu können, dann ist es natürlich am besten, eine Maggie dabei zu haben, da sie die Bubble mit ihrer Ulti zerstören kann. Um spontan aber etwas gegen die Bubble zu machen, solltet ihr Bogensterne dabei haben und sie kurz bevor die Bubble verschwindet, gegen die Spitze der Bubble werfen. Das aus dem Grund, da der Bogenstern, sobald die Bubble weggeht, runterfällt und somit die Gegner, die in der Bubble standen, unerwartet hittet. 5 Sekunden bevor die Bubble weggeht, hört ihr by the way auch einen Sound und die Bubble fängt obenrum an zu blinken und das soll euch zeigen, dass sie bald verschwindet. Sobald das passiert, solltet ihr noch ca. 2-3 Sekunden warten und dann den Bogenstern auf die Spitze der Bubble werfen. Der nächste Tipp bezieht sich auf Lifeline und natürlich ihre passive Fähigkeit, also die passive Wiederbelebung. Es ist, finde ich, ziemlich schwer gegen Lifeline vorzugehen, aber es gibt dennoch zwei Sachen, die sich als Konter eignen, und zwar einmal Granaten, was natürlich vor allem dann hilft, wenn die Wiederbelebung hinter Türen oder hinter Deckungen passiert, aber meist hilft es auch einfach rein zu pushen. Klar pusht man in den meisten Fällen sowieso rein, wenn man einen Spieler aus einem Team gedownt hat, doch wenn die Gegner eine Lifeline im Team haben, ist es vor allem sehr wichtig, dass es wirklich sehr schnell geht. Der nächste Kontertipp ist für Pathfinder und seine taktische Fähigkeit. Auch hier war es wieder relativ schwierig, einen guten Konter zu finden und so richtig gibt es, finde ich, auch gar keinen richtigen Konter gegen ihn. Ich habe nur einen Tipp, wie man allgemein gegen Pathfinder spielen sollte. Und zwar solltet ihr, wenn ihr in Distanzkämpfen gegen einen Pathfinder oder einem Team mit einem Pathfinder seid, immer sehr, sehr auf euer Leben aufpassen und euch, wenn ihr mal relativ low seid, immer so schnell wie es nur geht heilen. Das aus dem Grund, da Pathfinder-Spieler mit dem Crappler eigentlich fast immer sofort reinpushen, sobald halt jemand auch nur ein wenig low ist, und das kann euch natürlich zum Verhängnis werden und aus diesem Grund solltet ihr es möglichst nie dazu kommen lassen, dass ihr deutlich weniger Leben wie der gegnerische Pathfinder habt und euch gegen ihn immer so schnell wie nur möglich heilt. Ich weiß, es ist an sich kein richtiger Kontertipp, aber mehr ist mir bei Pathfinder leider nicht eingefallen. Der nächste Konter bezieht sich auf Wave und ihre taktische Fähigkeit. Und zwar ist es Wave im Face, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, nicht möglich, Türen zu betätigen, also zu öffnen oder zu schließen. Wenn ihr also bestenfalls innerhalb eines Gebäudes in einem Kampf gegen eine Wave seid und sie plötzlich in den Face geht, dann solltet ihr versuchen, alle Türen dieses Hauses zu schließen oder die Tür, in dessen Richtung sie sich face, sodass die Wave nicht einfach durch irgendeine Tür im Gebäude abhauen kann und ihr sie, nachdem der Face beendet ist, ganz locker killen könnt. Der nächste Tipp ist für Bangalore und sie kann man selbstverständlich am besten mit Scan-Legenden wie Bloodhound, Seer oder Krypto kontern. Wenn ihr aber keine dieser Legenden dabei habt, könnt ihr ihren Rauch auch mit Granaten kontern. Oftmals schießt Bangalore ihren Rauch nämlich auf sich selbst, um sich zum Beispiel zu heilen oder zu reviven, und deswegen ist es oftmals natürlich sehr effektiv, einfach ein paar Granaten in den Rauch zu werfen. Als nächstes haben wir Caustic und gegen Caustics Gas ist es in erster Linie natürlich effektiv, Legenden zu spielen, mit denen man schnellstmöglich wieder aus dem Gas rauskommt, also mit zum Beispiel Legenden wie Wave oder Pathfinder. Anderweitig ist es aber eher schwierig, einen Caustic, der zum Beispiel in einem Gebäude campt, zu kontern. Man kann höchstens versuchen, alle Fallen von außen durch verschiedene Fenster und Türen auszulösen oder zu zerschießen, bis er irgendwann nicht mehr viele Fallen hat und ihr ihn einfach pushen könnt. Außerdem sind Granaten hin und wieder auch sehr effektiv gegen campende Caustics. Als nächstes haben wir Mirage und hier Tipps gegen seine Ulti.
Als erstes einmal ist das EMP von Krypto natürlich extrem effektiv, da dadurch alle Mirage Decoys direkt sterben und Mirages Ulti somit quasi direkt wieder weg ist, also eigentlich, wenn man es richtig gut timet, so gut wie für die Katze ist. Ansonsten gibt es leider keinen wirklichen Konter, aber dafür habe ich noch drei andere Varianten, durch die ihr erkennen könnt, welcher Mirage der echte ist. Die erste Variante ist für Mirages, die ein Erbstück haben, und zwar ist es immer so, dass die Mirages mit einem Erbstück in der Hand die echten Mirage sind, denn die Köder haben das Erbstück niemals in der Hand. Darauf könnt ihr euch aber natürlich nicht zu 100% verlassen, denn wenn dieser Mirage kein Erbstück hat oder gerade einfach eine Waffe in der Hand hält, dann werdet ihr natürlich bei keinem der Mirage sein Erbstück sehen können. Eine weitere Sache ist, dass immer der Mirage, der die Waffe wechselt, der echte ist, denn Mirage Decoys wechseln die Waffe nie. Und die letzte Sache ist, wenn er die Ulti startet, blinkt der echte Mirage anfangs ein wenig und leuchtet auch noch ein wenig bläulich. Wie gesagt, gibt es eigentlich anderweitig keine wirklich effektiven Konter gegen Mirage, aber ich hoffe, dass euch diese Tipps hier trotzdem ein wenig weiterhelfen werden, zumindest dazu, um herauszufinden, welcher Mirage der echte ist. Als nächstes habe ich zwei Tipps, um gegen Octane und seinen Jumphead zu spielen. Oft ist es natürlich so, dass die Gegner das Jumphead von Octane nutzen, um euch zu pushen. Deswegen lautet der Tipp Nummer 1 gegen das Jumphead, es nach Möglichkeit immer sofort zu zerstören, sobald ihr es seht. Falls das nicht klappt, aber ihr die ungefähre Richtung des Jumpheads kennt, könnt ihr auch einfach halb hoch in Richtung des Jumpheads ziehen und den Gegner, falls er mit dem Jumphead kommt, versuchen zu lasern. Als nächste Legende haben wir Watson und auch sie ist eher schwer zu kontern. Es ist ähnlich wie bei Caustic, dass man, wenn sie sich in irgendeinem Haus verschanzt, einfach nach und nach alles zerstören muss und dann irgendwann reinpushen kann. Hier solltet ihr aber auf jeden Fall immer jeden einzelnen Zaun mitnehmen und auf gar keinen Fall durch einen durchlaufen, denn dadurch wird man echt unnormal verlangsamt. Als nächstes haben wir Krypto und Krypto hat an sich eigentlich überhaupt gar nichts als seine Drohne und damit ein paar verschiedene Fähigkeiten. Wenn es einem also irgendwie gelingen sollte, die Drohne zu zerschießen, muss er auch ganze 40 Sekunden warten, bis sie wieder da ist, also solltet ihr immer versuchen, die Drohne zu zerschießen und danach am besten pushen, da ihr in dieser Zeit ungescannt bleibt und auch keine EMP abbekommen könnt. Ihr fightet dann quasi gegen einen Gegner ohne jegliche Fähigkeiten. Als nächstes haben wir Revenant. Revenant ist an sich ja eigentlich die Legende, die alle anderen Legenden am besten kontern kann, aber es gibt trotzdem auch noch Möglichkeiten, um Revenant selbst zu kontern. Es gibt zwei Möglichkeiten, gegen die Ulti vorzugehen. Wenn euch ein Revenant pusht und ihr es irgendwie schaffen solltet, ihm ein wenig Damage zu geben, also bestenfalls so viel, dass er fast zurückgesendet ist, dann solltet ihr danach warten, bis sein Totemschutz abgelaufen ist und sobald das passiert ist, pushen, da der Revenant abgesehen vom Schild natürlich nicht viel Leben hat. Die zweite Möglichkeit ist, das Totem zu pushen. Damit meine ich natürlich nicht, dass ihr auf die Gegner zulaufen sollt, sondern versuchen sollt, zum Totem zu laufen und dann das Totem zu zerstören. An sich könnt ihr das Totem dann auch einfach selber benutzen, aber wenn ihr es einfach zerstört, dann werden die Gegner im Todesschutz auf jeden Fall auch ordentlich überrascht und oft ist es dann auch deren Todesurteil, da sie einfach zu hart reingepusht sind. Als nächstes haben wir nun Lober und einen Tipp zum Kontern des Armreifs. Wenn ihr seht, dass sich eine Lober mit ihrem Armreif umpositionieren will, dann solltet ihr nicht mehr darauf gucken, wo die Lober gerade ist, sondern darauf, wo die Lober sich hin teleportieren möchte. Falls sie sich zu weit teleportiert, um dass ihr es sehen könnt, dann solltet ihr, wenn ihr Fähigkeiten habt, mit denen ihr schneller vorankommt, euch schnellstmöglich zu dieser Position begeben. Wenn es euch gelingt, in den ersten 1-2 Sekunden, nachdem sie gelandet ist, zu ihr zu gelangen, dann hat sie aufgrund ihrer Animation, die sie nach dem Werfen des Armreifs hat, natürlich keine wirkliche Chance, sich noch zu wehren. Als nächstes haben wir Rampart und einen Konter für ihre Sheila. Was auf jeden Fall absolut klar sein sollte, ist, dass ihr auf jeden Fall niemals in eine Sheila hereinlaufen solltet, wenn sie euch bereits abähmt. Ramparts Sheila hat jedoch eine ziemlich lange Aufladezeit, also wenn euch eine Rampart mit Sheila absolut aggressiv pusht, dann solltet ihr nicht zu viel Angst haben, sondern sie einfach so schnell wie möglich versuchen down zu bekommen, am besten noch bevor sie überhaupt zum Schießen kommt. Wenn sich eine Rampart mit ihren Barrikaden in einem Haus verschanzen sollte, dann solltet ihr ähnlich wie bei Caustic und Watson nach und nach alle Barrikaden zerstören und irgendwann reinpushen. Als nächstes haben wir Horizon und ihre Ulti. Hier eigentlich eine ganz simple Sache, an die sich aber leider nie so wirklich gehalten wird, weswegen viele oft Probleme mit ihrer Ulti bekommen. Und zwar solltet ihr, sobald die Ulti gelandet ist, einfach sofort auf die Ulti draufschießen. Wenn ihr sogar als Team draufschießt, dann ist die Ulti vielleicht sogar down, bevor sie euch überhaupt ansaugen kann. Ansonsten wird sie auch, selbst wenn ihr alleine draufschießt, nicht viel anrichten können, denn die Ulti hat halt auch nur 150 Leben, was halt wirklich nicht sonderlich viel ist.
Als nächstes haben wir Fuse mit seiner Ulti. Ich glaube, jeder von uns hasst es, in der Ulti von Fuse gefangen zu sein, da man halt eine ziemlich lange Zeit dem gesamten gegnerischen Team markiert wird und man in einem kleinen Bereich gefangen ist. Was aber wirklich überhaupt nicht schlau ist, ist einfach durch die Flammen hindurchzugehen. Klar ist man dann immerhin aus diesem Kreis raus, aber man wird von den Flammen halt sehr stark verlangsamt und bekommt auch noch ordentlich Schaden. Es gibt jedoch eine kurze Zeit und diese ist ganz kurz nachdem die Flammen auf dem Boden gelandet sind, wo ihr noch keinen Schaden und auch keine Verlangsamung durch die Flammen bekommt. Ab und zu bekommt ihr hier jetzt zwar auch noch ein wenig Schaden, aber das ist auch nicht sonderlich viel, also in den meisten Fällen ist es nicht mehr wie 20 und das ist halt nicht sonderlich viel im Vergleich dazu, was ihr sonst durch die Ulti erleiden müsst. Somit solltet ihr immer versuchen, dass ihr sobald die Ulti kommt, schnellstmöglich aus dem Kreis verschwindet. Wenn ihr zu langsam seid, kann es natürlich sein, dass ihr verlangsamt werdet und ordentlich Schaden mitnehmt. Als nächstes haben wir Vike und hier gibt es eigentlich gar keine wirklich gute Kontermethode. Das einzige, was ihr machen könnt und was wirklich auch extrem effektiv sein kann, ist gegen die Ulti, und zwar sobald ein Team mit Vike ihre Ulti gestartet hat, immer weiter auf sie draufschießen und hier bestenfalls immer auf die Vike, denn wenn ihr sie früh genug bekommt, dann fallen ihre Teammates auch einfach geradeaus nach unten und sind dann wahrscheinlich ein äußerst leichtes Ziel. Als nächstes haben wir Seer und je einen Tipp gegen seine taktische und ultimative Fähigkeit. Erst einmal zur taktischen und diese Fähigkeit ist, natürlich nur wenn sie einen auch erwischt, wirklich sehr sehr stark. Aus diesem Grund solltet ihr, nachdem die Gegner die taktische Fähigkeit, wenn sie euch nicht damit getroffen haben, eingesetzt haben, pushen und wenn sie euch getroffen haben, dann lieber etwas zurückhalten oder notfalls sogar flüchten. Bei Seers Ulti ist es ja so, dass ihm und seinem Team nur die Gegner angezeigt werden, die gehen oder laufen. Die Spieler, die stehen oder sich geduckt fortbewegen, werden nicht angezeigt und das kann eine ziemliche Schwachstelle von Seer sein, da man ihn damit ziemlich überraschen kann. Der Tipp hierzu ist also einfach, dass ihr euch in Seers Ulti am besten immer geduckt fortbewegen solltet, um halt einfach unentdeckt zu bleiben. Als nächstes haben wir Ashe und ein Tipp gegen ihre Ulti. Die meisten Ashes benutzen ihr Portal hin und wieder, um euch zu pushen, speziell dann, wenn einer aus eurem Team low oder down ist. Sobald also einer von euren Teammates sehr low geschossen oder gedownt wurde, solltet ihr also Ausschau danach halten, ob Ashe ihr Portal startet und wenn sie es tut, das Portal abaimen und sie bestenfalls sofort lasern zu können. Als nächstes haben wir Maggie und bei Maggie gibt es ehrlich gesagt auch keine wirklichen Kontermethoden. Klar sind solche Sachen wie die Ulti von Watson extrem effektiv gegen Maggie, aber kurzfristig gesehen gibt es da einfach nicht wirklich was. Es gibt nur ein paar Sachen, die ihr, wenn ihr gegen eine Maggie kämpft, nicht tun solltet und hier ist das erste, dass ihr euch lieber nicht hinter Türen stellen solltet. Maggie kann da sonst nämlich einfach ihre Ulti oder wenn sie diese nicht hat, einfach ihre taktische Fähigkeit werfen und euch damit halt einfach komplett wegschleudern und komplett outplayen. Weiterhin solltet ihr auch keine Gibi Bubble gegen sie verwenden, da Maggie sie mit ihrer Ulti halt auch einfach ganz easy zerstören kann. Als nächstes haben wir Newcastle und seine Ulti. Seine Ulti hat erst einmal eine Menge Leben und zwar 750 pro Teil, aber sie benötigt nur 2-3 Schläge, um zerstört zu werden. Der falsche Weg ist es hier also meistens einfach nur auf die Barrikaden zu schießen, bis sie down gehen, denn das dauert wirklich ziemlich lange. Speziell wenn Newcastle seine Barrikaden nutzt, um Türen oder Gänge zu blockieren, ist es also deutlich effektiver, die Ulti zu zerschlagen, anstatt sie mühsam zu zerschießen. Die letzte Legende dieser Liste ist Vantage und hier gab es auch keine wirkliche Kontermethode, also ich würde es nicht als solch eine bezeichnen, sondern eher als etwas, was ihr tun solltet, wenn eine Vantage mit ihrer taktischen Fähigkeit auf euch zukommt. Und zwar solltet ihr, auch wenn ihr etwas weniger Leben als die Vantage habt, in diesem Fall einfach auf die Vantage schießen. Sie hat in der Luft nämlich keine wirkliche Kontrolle darüber, wie sie sich bewegt, also sie kann sich nicht wirklich wieder umdrehen oder plötzlich doch in irgendeine andere Richtung bewegen, sondern sie wird wahrscheinlich einfach direkt auf euch zufliegen und sich nicht wirklich wehren können. Sie ist in der Luft also ein relativ leichtes Ziel und das ist dann auch eure Chance, sie wegzulasern. So, und das waren soweit alle Legenden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und ich euch hiermit wieder mal ein wenig weiterhelfen konnte. Wenn das der Fall war, dann lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da und falls ihr zu der einen oder anderen Legende vielleicht noch eine bessere Kontermöglichkeit habt, dann schreibt diese gerne in die Kommentare. By the way, habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wo ich je einen Tipp zu jeder Legende gegeben habe und dieses Video seht ihr jetzt hier, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das auf jeden Fall gerne auch nochmal abchecken. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.